Hallo und herzlich willkommen, ich bin Alpenix und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic. Ja, und wir machen mit unserem Jedi-Gelehrten weiter. Und checken mal, wie es hier so jetzt weitergeht. Oh, scheiß Chlorschnecken, ey. Ich hasse diese Viecher. Wie viele hier sind, ey. Boah, war klar, dass wieder welche bei mir auftauchen, ne? Da oben warten schon wieder welche auf uns. Alter, was geht mit euch denn ab? Die haben jetzt aber reingehauen. Da ist schon wieder ein Marodeur. Ach, scheiße. Mann, ey. So, wir betreten die für die Sith heiligen Hallen. Tot. So, geht doch. Hallo? Keiner zu Hause? Doch, da ist jemand. So, hier unten müsste was das sein. Ja. Alles gut. So. Oh, Aufsehen, Ragatte. Na, die kenne ich doch auch noch mehr als gut. Ist nichts mehr. Die war aber auch wirklich jetzt gerade schnell tot. Also ich hätte die ein wenig zäher eingestuft, aber okay. Hier unten war da noch mehr. Da, ja. Die sind auch tot. Ah, da ist noch einer. Eine Marodeuse. Oh, den kennen wir doch auch. Die kennen wir ja alle hier. Als ob es alte Bekannte sind. So, hier haben wir auch nichts mehr.
dann machen wir uns mal auf den Weg nach oben. Boah, Sestus und Solenz müssen wir auch noch. Ja, natürlich für uns alles alte Bekannte. Da wir ja schon den Sith-Krieger gespielt haben, da hat man sich ja hier mehr als oft genug und lange genug aufgehalten. Akolyt. Da ist er oben. Mistmade. Niemand verletzt meine Freunde. Zack, da war er tot. Macht aber nur Geräusche. So. Irgendwo in den Nachbarräumen müsste noch jemand sein, oder? Kommen wir doch rum. Hier rum und da rein. Und da müsste Sestus auf uns warten. Da ist er doch. Der Alte möchte gern. Zack. Nichts auf dem Kasten hat der. So. Sollen wir den Aufzug entriegeln? Und dann geht's hoch zum Rat des Sith. Denn da führt uns jetzt der Aufzug hin. Alles ist gut. Oh, da wartet einer auf uns. Ich habe es nicht richtig gesehen, aber irgendwie kriegen wir sie immer tot. Auch tot. Allzu viele dürften nicht mehr kommen. Nur die größten Sith dürfen diese Gemächer betreten. Schon allein eure Anwesenheit beschmutzt unsere ganze Geschichte. Dachtet ihr, ihr könntet in die Gemächer des Rats der Sith eindringen, ohne dafür bestraft zu werden? Ihr könntet unsere großen Errungenschaften einfach stehlen? Das hier ist nur ein Raum. Und ihr seid nur ein Mann, verführt und geblendet von der dunklen Seite. Das ist alles. Die Macht der Sith ist keine Lüge. Erlaubt mir, euch euren Irrtum zu zeigen. Okay. Jetzt kriegt er richtig aufs Maul. Ihr werdet hier sterben! Ein unwürdiger Widerstand. Der Tod ist euer einziger Ausweg. Ich habe gegen Trainingsdroiden gekämpft, die besser waren. Na, das glaube ich nicht. Die Macht der dunklen Seite ist unendlich. Ein unwürdiger Widerstand. Sich zu widersetzen verlängert nur die Qual.
Ja, du bist gleich tot. Da hast du recht. Die Qualen sind gleich vorbei. Sich zu widersetzen verlängert nur die Qual. Sich zu widersetzen verlängert nur die Qual. Der Tod ist euer einziger Ausweg. Nein, deiner. Akzeptiert ihr, wenn ihr nicht gewinnen könnt. Unterwerft euch. Das ist der einzige Weg. Ja, da ist er tot. Nein. Die Vision. Kann es schon so weit sein? Natürlich. Ihr seid es nicht, der mich tötet. Ihr habt nur den Weg für ihn geebnet. Ich nehme mein Schicksal mit Freuden an, Jedi. Der alte Mann hatte recht, was mich angeht. Ob das auch für euch gilt? Ein Mitglied des Rats der Sith hätte ein wertvoller Gefangener sein können. Ein Jammer. Er konnte sich kaum bewegen. Und ihr streckt ihn nieder? Das ist nicht unser Weg, Jensen. Er hat seine Waffe gehoben. Bei einem Sith gehe ich kein Risiko ein. Euer Teil der Mission ist erfüllt. Mein Team hält in der Akademie die Stellung, während ich die Gemächer mit ein paar Technikspezialisten durchsuche. Nehmt die Daten und kehrt zu Colonel Darok zurück, solange der Weg frei ist. Das werde ich. Möge die Macht mit euch sein, Commander. Okay, also Check Flashpoint verlassen und ich würde sagen, wir sehen uns bei Colonel Darok wieder. So, da wären wir zurück und auf nach Colonel Darok. Wo ist er? Da ist er. Hier sind die Daten aus den Gemächern des Rats der Sith, Colonel. Glückwunsch. Ihr habt eine Mission abgeschlossen, die meisten für unmöglich hielten. Wir haben bewiesen, dass der Sieg, der wahre Sieg, zum Greifen nah ist. Stellt es euch vor, alle Anhänger des Imperators endlich besiegt. Wir stehen ganz kurz davor, da bin ich mir sicher. Heute ist ein großartiger Tag. Wenn wir Glück haben, merkt das Imperium gleich, dass es geschlagen ist. Das halte ich für Wunschdenken. Es ist Typhon. Wir brauchen alles, was wir haben. Wovon redet ihr da? Das Imperium hat Typhon angegriffen. Isotop-5-Bomben, Stoßtrupps im Jedi-Tempel. Sie brauchen unsere Hilfe, sofort! Wie konnte das passieren? Wenn ihr helfen wollt, können wir das vielleicht herausfinden. Staffel Blau, Tankvorgang abschließen und sofort starten. Alle Einheiten der ersten Korriban-Welle, die unverletzt sind, neu ausrüsten und an Bord der Fähren gehen. Shan, sammelt alle Sensordaten, die wir haben, und übermittelt sie den Streitkräften. Ich will, dass sie in 5 Minuten alle unterwegs sind. Los! Um das Imperium aufzuhalten, brauchen wir mehr als nur unseren Stoßtrupp. Können wir mit Unterstützung rechnen? Ich schaffe alle verfügbaren Ressourcen heran, während ihr unterwegs seid. Uns bleibt aber nicht viel Zeit. Das Imperium darf Typhon auf keinen Fall erobern. Wir dürfen nicht zögern. Punkt. Ich besorge alle Daten, die wir haben, und unterstütze euch auf eurem Weg. Viel Glück. Okidoki. Das, also den Angriff auf Typhon, werden wir in der nächsten Folge stoppen. Und ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.